Wenn ich jetzt die blaue Farbe hätte, könnte ich das blau machen, oder wie? Ja, keine Ahnung. Gut, das kann ja nur schief gehen, eher. Und dann kann ich wieder ganz da hochlaufen. Das klappt jetzt einfach. Komm, du schaffst das. Flieg! Flieg weiter! Und weiter! Und weiter! Und weiter! Und weiter! Okay, gut. Nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich hier auch einmal umgucken. Denn ich gehe ja sowieso grundsätzlich erstmal nirgendwo hin, wo ich hin soll. Wo war der Astronaut? Da war der Astronaut. Das ist, glaube ich, der Rückweg. Ne, hier möchte ich noch nicht runter. Ich möchte wieder aufs Dach runter zurück. Denn das ist, glaube ich, der Rückweg und den möchte ich noch nicht bestreiten. Für den bin ich noch nicht fertig. Wir werden erst das wunderbare Level abschließen. Obwohl, ist das dann der Rückweg? Ich gehe erstmal nach oben, weil ich muss hier sowieso nochmal hin, egal was da unten ist, theoretisch. Deswegen kann ich auch erstmal einfach hier gucken. Wie soll ich jetzt hier hochkommen? Achso. Ich bin ein bisschen ungeduldig irgendwie gerade. Dann wollen wir mal. Schätze mal, das wird ein Spezialauftrag sein. Nummer 8 von 15, das ist schon mal gut. Verrücktes Fossilienwirrwarr. Ja, da bin ich mal gespannt, was das ist. Wo wir hinkommen. Ich trinke mal eben einen Schluck. Trinken ist richtig und wichtig. Krieg jetzt kein schlechtes Gewissen, Chase. Denk einfach dran, was sie dir damals als Kind für den Plastikdinosaurier abgeknöpft haben. Richtung. 9 Buchstaben. Senkrecht? Nee, waagerecht. Ja gut, wenn ein Kreuzworträtsel verrät, ne? Der müsste mich doch jetzt erkennen. Als Kollegen. Ich habe gerade mit Huckleberry telefoniert und er hat dich seit Stunden nicht gesehen. Wo bist du? Ich habe eine Spur, Chief, und sie führt direkt zu Rex. So, du hast also nicht nur meinen Befehl missachtet, du klaust wahrscheinlich auch wieder was Teures, oder? Bist du sicher, dass es mit Fury zu tun hat? Ja, Vinny will, dass ich den Roboter T-Rex aus dem Museum für jemanden klaue. Das kann einfach kein Zufall sein. Klingt mir ganz nach Fury.
Gut, ich lasse dich dieses eine Mal noch gewähren, McCain. Aber wenn das eine Sackgasse ist, kannst du den T-Rex gleich fragen, ob im Museum Wärter gesucht werden. Das ist der größte je in der Bluebell-Mine gefundene Lego-Silberklump. Das ist so ein Audio-Guide, jetzt kann man sich Sachen anhören. Diese Dampflok wurde bei der Eröffnung des ersten Lego-City-Bahnhofs vorgestellt. Ihr erster Einsatz war aber erst 2 Jahre später, nachdem der zweite Bahnhof fertiggestellt wurde. Ich vergesse mal, dass ich Dynamit tendenziell nicht mitnehmen kann. Das ist immer nicht so klug, aber ich vergesse es trotzdem immer wieder. Wo müsst ihr mit dem Ding hin? Einfach den grünen Pfeil nach, ne? Ja, läuft. Leute, ich hatte nur ein bisschen was kaputt gemacht. Jetzt wird man schon im Museum fast überfahren. Achso, ich muss die Stats auch sammeln. Ich muss ja jetzt hier auch überall gucken und so. Das darf ich nicht vergessen, dass ich hier alles kaputt mache und so, weil ich brauche heute die Dinger. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich bin ja in der Mission. Sag mal, warum bist du eigentlich jetzt wieder so inkompetent? Kannst du hier irgendwas hacken noch? Weil wenn ja, hätte ich das gerne. Jedes Ding kann entscheidend sein. Alles einsammeln, alles absuchen. Ich hab's vergessen. Ich bin ja schon wieder auf dem Dampfer. So. Und insbesondere hier alles kaputt machen, ne? Aber ich bin ehrlich, das ging mir schon wieder so überraschend schnell alles hier. Das gefällt mir nicht. Die Mission ist, glaube ich, nicht so lang. Kann das sein? Weil wir jetzt schon 2 von diesen ganzen Dingern haben und ich habe noch nicht mal viel, ich habe nicht viel eingesammelt. Ich habe ja nicht mal darauf geachtet, dass ich das alles einsammle. Okay, das ist ein Dynamitautomat. Damit ist auf jeden Fall klar, was ich mache. Ich glaube, der Chief hat mir nicht, also der Chief hat zwar gesagt, ich darf den T-Rex klauen, aber ich glaube, er hat nicht gesagt, ich soll alles kaputt machen, ne? Einen wunderschönen guten Abend, Passi. Na, alles gut bei dir. Guck mal, hier ist irgendwie wieder was Blaues gespawnt. Das nehmen wir mal mit. Alles klar. Eine Dampflok, in die man Dampf reinpumpt, fährt also. Okay. Interessant. Passi freut sich gerade wie ein kleines Kind. Das ist doch gut. Oder? Ja, ich würde sagen, das ist gut. Kann ich das Ding kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Warum kann ich das nicht kaputt machen? Okay, der sagt immer das Gleiche. Kann ich nochmal Dynamit mitnehmen? Der erste Einsatz war aber erst 2 Jahre später, nachdem der zweite Bahnhof fertiggestellt wurde. Nein, okay, kann ich nicht.
Aber ich kann den Automaten kaputt machen und das hätte ich das nicht gemacht, wäre jetzt ziemlich viel weg gewesen. So, jetzt die Frage, was tue ich hiermit? Also sei gewiss, ich muss irgendwas tun. Ich weiß noch nicht was. Ach man, ich hasse es, wenn ich offensichtliche Sachen übersehe. Warum kann ich nicht so Sachen übersehen, die man auch übersehen kann? Nein, das muss immer das Offensichtliche. Was kann ich das? Nein, schade. Kann man hier noch irgendwas machen vielleicht? Nee. Schien und dreimal Schönes und zurückkam. Ja, das ist doch gut. Was Feines, das ist doch schön. Freut mich für dich. Ich check nicht, was ich tun muss. Ich muss irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Da komme ich nicht hinter. Kaputt machen kann ich auch nichts. Doch, das Ding kann ich. Oh, why? Mann, ich brauche doch die Dinger. Okay, jetzt ist auch klar, was ich machen muss. Das ist ja auch kaputt, ich weiß. Wie gesagt, das ist relativ klar. Dies ist die historische Lego City Straßenbahn, die vom Hochstapler Tricky Jimmy an nicht weniger als 12 Kunden verkauft wurde, von denen keiner den Teil des Vertrags gelesen hatte, in dem steht, Fahrgestell nicht enthalten. Ja, wenn man eine Straßenbahn kauft ohne Fahrgestell, ist das nicht so klug. Da hätte man vielleicht mal überlegen sollen. Diese Tiefpumpe ist über 100 Jahre alt. Benannt wurde sie nach ihrem Erfinder, Johann Tiefpump. Johann Tiefpump, alles klar. Ich wollte das eigentlich kaputt machen. Bin ich ehrlich. Weil Sachen kaputt machen kann ich gut. Aber gut, dann wollen wir mal erstmal hier den Kram machen. Wir können ja später mal noch gucken. Und auf der Arbeit habe ich heute meinen ersten Auftrag fertig gemacht. Den Kunden angerufen und den Termin alleine ausgearbeitet und habe Lob vom Chef bekommen. Das ist gut. Ja, das ist schön. Das freut mich sehr, Passi. Also ich finde das mega cool. Ich weiß, es klingt vielleicht immer ein bisschen blöd, aber ich freue mich mega für dich. Ich gönne das wirklich total. Also du hast es wirklich auch verdient. Was tue ich hier? Ist das sinnvoll? Muss ich das machen? War das Bonus? Das war Bonus, glaube ich, ne?
da muss ich einen Superbaum machen und brauche dafür genau 10.000 Steine eventuell. Das kann ja auch sein. Wenn wir 50, wir sparen mal wieder auf 50.000, damit wir den Jahrmarkt voll bekommen. Denn wir müssen den Jahrmarkt auf jeden Fall, da müssen wir ja auf jeden Fall noch ein teures Projekt machen und dann sind vielleicht die ganzen teuren so langsam, ich weiß nicht, wie viele noch kommen, aber egal. Ja, kann ich verstehen, Passi. Ich weiß ja, was du schon alles durchgemacht hast, ich kann es verstehen. Ich drück dir die Daumen, dass es nicht so ist. Dieses Piratenschiff wurde mit Hilfe von 843 vom Meeresboden geborgenen Steinen nachgebaut. Danach waren allerdings noch. Also es scheint sehr wichtig gewesen zu sein, dass es vom Meeresboden geborgene Sachen sind. Okay. Ich kann jedenfalls hier rein und nach hier hinten. Das finde ich schon mal gut. Das finde ich cool gemacht. Aber ist das auch Bonus? Weil hier muss ich ja eigentlich nicht hin. Naja, ist egal, ich nehme es. Ach, das ist das Piratenschiff, ne? Ja. Wurde mit Hilfe von 843. Ach nein, hier ist safe mit Superbau, weil hier kriegt man so viele Steine. Ich finde diese Mission mit den Superbauten irgendwie immer ein bisschen komisch. Dinosaurierausstellung. Sehr gut. Der T-Rex muss da drin sein. Ob ich genug Steine für den Superbau habe? Könnte hinkommen. Ja, aber ich bin ja auch mit total vielen Supersteinen hier reingekommen. Also das möchte ich jetzt nicht einfach so hinnehmen. Ich möchte jetzt hier nicht einfach irgendwas bauen und dann am Ende reicht es dann doch nicht. Was muss ich denn bauen? Bitte lass es mich nicht bereuen. Ach, Passi, das freut mich. Dieses Diorama stellt dar, wie Mondgestein gewonnen wird. Bei gleicher Stärke und sechsfach geringerem Gewicht schien es das Steinmaterial der Zukunft zu sein. Bis jemandem auffiel, dass das Gewicht auf dem Mond. Ist das jetzt die Dino? Ich bin so unglaublich verwirrt, ne? Aber ich glaube, ich musste da lang. Weil ich habe auch hier in dieser Mission 21.000 Steine gefunden. Also man musste die finden. Dann kann man da auch hoch dann. Okay. Also das war nicht optional. Was ich schade finde. Denn optional mir Geld schenken, fände ich schön. Muss ich ehrlich gestehen. Hätte ich mich nicht beschwert. Okay. Immerhin haben wir das eine Ding schon mal gefunden. Dann müssen wir das nachher nicht mehr suchen.
man nicht alles für rote Farbe, ne? Bum, bum, badum. Sehr gut. Was ist das? 4 Fragen alles kaputt mache. Ich hätte das Rätsel doch auch da oben lösen können, oder nicht? Nee, das ist ein Teleporter, okay. Und dann möchte ich mich mal teleportieren. Mal gucken, wo ich rauskomme. Okay, damit habe ich das schon mal umgedreht. Damit habe ich den angemacht. Das Ding lasse ich aber nicht da liegen, das wäre ja ziemlich doof. Jetzt habe ich den Set nicht mitgenommen, aber ich hoffe, dass der eine den Braten nicht dick macht. Ich sehe schon, am Ende scheitert es an einem Ding hier, ja. Bitte nicht, Leute. Was hat mir das jetzt nochmal gebracht? Hey, wofür habe ich denn das Flugzeug gebaut? Ach, damit das Schiff weiter weg ist, okay.